Willkommen zurück zu Venetica. Beim letzten Mal haben wir Afrika erreicht, nachdem wir jetzt per Schiff diese Yuma-Königin hier verfolgt haben, oder Prinzessin, ist es ja, glaube ich. Und ja, wir sind halt jetzt auf der Suche nach ihr, damit wir den Fluch, der auf uns lastet, quasi beenden können, den Giftfluch. Denn dazu müssen wir sie beseitigen, denn sonst wird das nichts. So, dann wollte ich mich jetzt hier erstmal im sogenannten Yuma-Dorf erstmal ein bisschen umschauen. Mal gucken, was haben wir denn hier und dort und überall. Ne, denn hier scheint es ja ein bisschen mausetot zu sein, sozusagen. Der Baum des Lebens. Ja, das wird ja super. Ich habe nicht so viel Wiederbelebungsenergie. Das ist jetzt natürlich weniger gut. Wow. Sie flieht. Ich wollte schon sagen, kann ich jetzt vielleicht zu Ende kämpfen oder so? Das wäre super. Oh Gott. Lassen wir das. Das ist nicht so gut, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Na komm, hau drauf. Diese halten so viel aus. Dadurch, dass ich mit der Mondklinge mal so ein bisschen mal wieder kämpfen muss, weil wir so wenig Energie haben. Dauert das umso länger hier gerade. Okay. Da sind noch zwei. Können wir das schaffen? Ja, kommt drauf an. Nehmen wir hier so eine schöne Panikrolle weg. Oh Leute, 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 Leute. Macht doch nicht hier den Brackläufer-Move. Niemand mag den Brackläufer-Move. Also so ein Angriff, aus dem du halt einfach nicht mehr rauskommst. Das muss ja nicht sein. Na also. Geht doch. Und wir mit der volle Energie. Das ist schön. Ich dachte, du bist hier der eine Typ, der da mit uns gekommen ist. Aber nein, 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 nein. Ja, dann halt nicht. Sah von hinten gerade so aus wie der Typ, den wir damals bei der Werft gerettet hatten. Den Namen ich immer wieder vergesse. Mist. Komm, jetzt töte doch mal was. So. Und jetzt hier mit dem Schwert ein bisschen agieren. Weil das ein bisschen kräftiger ist und unsere. Ja, Schattenenergieleiste ist ja jetzt voll. Das kann man ja hier auch ein bisschen was anderes machen. Jetzt sind hier jede Menge Yuma-Krieger im Dorf, aber ja, so ein paar. Die Frage ist, warum konnte ich an einer Stelle, warum war das Spiel so konzipiert? Dass man die Gegner wirklich halt aufgrund unseres Giftes halt nicht töten kann. Aber naja. Fragen über Fragen. Wir kommen mal ran auf den Meter hier. Oh Leute. So nicht. So kann ich doch gar nichts machen, Leute. Dieser Brackläufer-Move, den mag man doch nicht. Man muss es ja auch mal so sehen, das sind alles Erfahrungspunkte. Mist, Mist. Lass das. Okay.
Können natürlich jetzt auch immer stehen bleiben und regenerieren. Wir haben aber bestimmt auch noch irgendwie Brote oder so, was ich einfach mal irgendwo hab mitgehen lassen. Ja? Hier so ein Apfel und so ein was. Achso. Mach mal da. Einfach damit ich mal wieder volles Leben hab. Naja, fast. So. So weit, so abartig. Speichern. Wäre nicht so verkehrt, ne? Da erledigen wir noch 500.000 Juma-Krieger hier. Achso, ja, natürlich lassen die erstmal die Bestien frei. Natürlich, warum denn auch nicht? Dann gehe ich immer weg, damit ich die Backerbestien hier beseitigen kann, ohne die Juma-Krieger im Arsch zu haben. Backerbeißer, meinetwegen auch das. Der eine dreht sich dann im Kreis und jagt seinen Schwanz oder was. Aua! Yay, level up! Komm mal her hier. Ich bin hier. Ja, genau, hier bin ich. Aua! Tut weh, Mann! So. Die schon mal weg. Nächste bitte. Je mehr ich so einzeln davon, dann sind sie so einfach habe ich's. Oh komm, nehm doch mal dein Schild weg. Was soll denn das? Was sind das für Manieren hier? Mann, Mann, Mann. Nächste bitte. Hallo? Ah. Fünf Runden Krieger später. Irgendwo ein Nest. In Afrika. Wer hätte es gedacht? So. Steht hier noch einer? Hallo? Mein Weg wird mit Leichen gepflastert. Steine konnten sie sich nicht leisten, deswegen nehmen wir halt das hier. Besser wie nix. Ups, da ist er umgefallen. Okay. So. Sonst ist hier im Dorf aber auch nicht wirklich irgendwas zu machen, ne? Da ist eine Höhle. Sollen wir da mal rein? Ich mach das jetzt einfach mal. Heilige Kaverne. Ah ja. Oh, Untote. Das ist ja toll. Zeit mir gewünscht. Vielleicht finden wir hier die Überbleibsel von dem Antonius. Mal gucken. Was hier? Steinfragment. Ach so, ja, natürlich. Dann dürfen wir wieder so eine Statue zusammensetzen, ja? Und sonst gibt es hier in der Höhle nicht wirklich viel. Dürfen wir wahrscheinlich an mehreren kleineren Orten solche Steinfragmente zusammensuchen. Damit wir irgendwo eine Statue zusammensetzen können. Vermute ich jetzt einfach mal. Ist ja relativ offensichtlich. Ich vermute immer die offensichtlichsten Sachen. Okay. Da hinten, da stehen auch noch Juma-Krieger. Ah, da ist das Tor, wo die eine durchgegangen ist. Komme ich hier denn irgendwie durch? Ja. Sehr gut. Nächste bitte. Ups. Nächste bitte.
Whoops. Wenn man mal Fähigkeiten öfter einsetzt, ne? Aber dafür bräuchte man mal mehr mentale Energie, aber auf sowas kill ich ja nicht. Braucht ja keiner. So, du bist der, mit dem wir ja geschippert sind. Sehen doch alle gleich aus, also von der Rüstung her. Okay, was wird aus ihm? Und was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Diese Erde ist meine Erde. Ich werde in den Schatten verschwinden, als hätte es mich nie gegeben. Suche nach einer Möglichkeit, dieses Tor zu zerschmettern. Und dann tue, was getan werden muss. Ich tue immer, was getan werden muss. Was sollte uns jetzt diese Kamerafahrt sagen? Ich meine ja nur, wäre die nicht passiger gewesen, hätten wir das am Anfang des Dorfes hier irgendwie gesehen? Nein? Okay. Noch mehr Backerbeißer, yay! Die geben so schön viele Erfahrungspunkte. Wow, die schmeißen wir so schön durch die Gegend, yay! Jo, alles klar. Ansatz mit X, das war wohl nix. Ich stehe halt hier echt mies. In der Enge betrieben. So, siehst du schon, ist das gar kein Problem mehr. Stehst du einmal nicht mit dem Rücken an einem Pfeiler, ist alles okay. Hey, Tag, ey. So. Sah irgendwie so aus, als wäre hier drin irgendwas, aber ich glaube nicht. Hier kann ich rein. Außer Knochen und Staub und Spinnweben gibt's hier nichts. Ich würde das Ganze auch gerne mal bei Tageslicht sehen, aber ich kann mich dann auch hier nirgendwo hinlegen. War bestimmt mal eine Stammeshütte oder so. Da hier so eine Throne ist und diese Elefantenstatuen davor. Na, guck mal. Guten Tag. Weg und den hier nochmal mit dem Mondklinger bearbeiten, weil dann ist unsere ja, Schattenenergie wieder voll. Man kann ja hier mal ein bisschen rumgehen, mal ein bisschen gucken, ne? Der südliche Kessel. Unendliche Weiten. Ein Mammutfriedhof. Du doch weh, Mann. Okay. Ich mähe hier einfach mal so durch, ne? Durch alle, die hier so sind. Du da. Du bist mir auch ganz suspekt. Na gut, jetzt habe ich sie alle am Arsch. Now we are really doomed. Ah!
auch nicht, ne? Also sehr selten, wie mal so angreifen kann, dass ich irgendwie beide damit schädige. Also außer halt natürlich mit der Fähigkeit oder so, ne? Aber halt, so, weißt du, man schlägt irgendwie so einen horizontalen Schlag halt in die Richtung, weißt du, würde theoretisch beide treffen. Manchmal klappt das, meistens allerdings nicht.